Wenn die Sonne sich nicht blicken lässt, bleibt es im Münchner Westbad eher ruhig. Bei schönem Wetter kommt es schon mal vor, dass bis zu 8000 Gäste da sind. Bei Wolken gibt es viel Platz in den Schwimmbecken und auf der Liegewiese. Doch Arbeit fällt trotzdem an. Fabian Rhein ist Meister für Bäderbetriebe und Schichtleiter. Das heißt in erster Linie viel Organisation, damit der Badebetrieb rund läuft. Dafür braucht es ein gutes Team. Augen sollten überall sein. Wichtig ist da wirklich, dass das Team zusammenarbeitet. Was bei uns in der Regel immer der Fall ist. Es braucht natürlich am Anfang von der Saison immer, bis sich's einspielt. Aber nach spätestens 2 Wochen ist da wirklich eine Teamdynamik drinnen. Gerade wenn es mal voller im Bad ist, kann es schnell zu Reibereien zwischen Mitarbeitenden und Gästen kommen. Zum Beispiel, wenn die Baderegeln nicht beachtet werden. Wichtig dabei Ruhe und Feingefühl. Am Becken hast du natürlich die Aufgaben, die Badegäste auch mal zu ermahnen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Und manche sehen es ein, manche nicht. Manchmal muss man mehr diskutieren, manche sehen es gleich ein. Und das ist einfach so die Herausforderung, wo es einfach nicht langweilig wird. Fabian Rhein und sein Team sind aber nicht nur am Beckenrand unterwegs, um die Sicherheit der Gäste zu überwachen. Denn auch die Wasserqualität und der Chlorgehalt müssen stimmen. Dafür geht es runter in den Technikraum. Händisch messen wir das Chlor im Becken 3-mal am Tag. Einmal vor Betriebsbeginn, während dem Betrieb und einmal nach Betriebsschluss. Und sonst läuft das Ganze automatisch über den Tag verteilt. Aber trotzdem ist halt die händische Kontrolle auch nochmal wichtig. Fabian Rhein tut alles dafür, dass die Menschen eine schöne Zeit im Freibad haben. So wie Margit Paul. Die 86-Jährige lässt sich auch bei Wolken nicht den Badespaß verderben. Das hält mich frisch. Ich mache meine Gymnastik hier im Freibad. Ja, da bin ich ungefähr 1 bis 2 Stunden jeden Tag und das tut mir gut. Der Job im Freibad hat viele Facetten. Am wichtigsten sind das Organisationstalent und der Umgang mit Menschen. Für Fabian Rhein ist diese Vielseitigkeit genau das, was ihn täglich ins Freibad zieht. Ich für mich würde sagen, dass es mein Traumberuf ist. Einfach aus dem Grund, dass ich alles habe, was ich wollte. Ich habe meinen Kontakt mit Menschen, ich habe meine Abwechslung, ich habe meinen Sport. Und natürlich gibt es auch noch weitere Aufstiegsmöglichkeiten. Deswegen bin ich hier voll und ganz zufrieden. Und am Ende des Tages geht die Tür im Westbad zu. Am nächsten Tag stehen Fabian Rhein und sein Team wieder bereit, egal ob bei Sonne oder Wolken.